Ja, es beleidigt einen Gott. Schreiben Sie ganz von seinem Geist durchdrungen und beherrscht sein. Dank Gottes Vollendungshandelns ist die Welt dann ganz von seinem Geist durchdrungen. Warum nicht zuvor? Und für alle Menschen und Mitgeschöpfe vollendete Leiblichkeit einschließen wird. Welche Leiblichkeit, Herr Tiede? Was für einen Körper haben Sie da? Das möchte ich gerne wissen. Ja? Sie schreiben, was Gott mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen hat, das wird er zu seiner Zeit herrlich zum Abschluss bringen. Ach, wirklich? In der Bibel steht, Gott erschaffte Himmel und erschuf Himmel und Erde. Ja, ruhte und dann war's das. Jetzt ist er weiter, hat noch nicht ganz fertig. Sie schreiben, ergriffen von der positiven Verheißung, eine Verheißung, erlösender Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen, glaube ich an die Resurrektion, zu Deutsch, die vom Geist Gottes gewirkte Wiederauferstehung, nicht aber an die Reinkarnation, zu Deutsch Wiederfleischwerdung des Geistes im Menschen. Tja, Sie glauben, lieber Theologe, wir wissen, das ist der Unterschied. Ich glaube, schreiben Sie, dass Gottes Verhältnis zu jedem von uns einmalig ist und sich in dieser Einmaligkeit durchhalten wird, bis wir im Zuge der universalen Verwandlung der Schöpfung mit neuer, vollendeter Leiblichkeit beschenkt sein werden. Aha, also ein Gott ist zu einem Klosterschüler, der jeden Abend anal vergewaltigt wird von seinem Priester, ist er sehr zugetan oder individuell zugetan und zum Priester individuell so? Denken Sie mal drüber nach, lieber Theologe. Ja? Sie schreiben, im Neuen Testament gilt der Tod als der letzte Feind Gottes. Ach du lieber Himmel, Gott hat einen Feind? Ein allmächtiger Gott hat einen Feind? Das verstehe ich jetzt nicht. Das müssen Sie mir genauer erklären. Wenn Gott alles geschaffen hat, hat er auch seinen Feind erschaffen. Sehen Sie, wie Ihre ganze Schöpfungsidee zusammenbricht. Und dennoch lehrt das Buch des Lichtes, es gibt Schöpfung. Es gibt auch Evolution. Und es gibt Emanation. Ein periodisches Hervorkommen aller Wesenheiten aus dem Urgrund. Die entwickeln sich, evolvieren und durch Interaktion gibt es in der Tat Schöpfungsprozesse. So vereint das Buch des Lichts alle Religionen und zeigt auch, dass die Bibel ursprünglich Reinkarnation lehrte. Ich lese weiter von unserem lieben Theologen. Was Gott mit der Auferstehung Jesu Christi begonnen hat, wird er zu seiner Zeit herrlich zum Abschluss bringen? Ja, sagen Sie mal. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott die Welt erschaffen hat und das war's dann. Jetzt ist er weiter am Schaffen? Sie fahren fort, ergriffen von der positiven Verheißung lösender Liebe. Ach so, gut, das habe ich jetzt schon erwähnt. Weiter. Sie schreiben, ich glaube, dass Gottes Verhältnis zu jedem von uns einmalig ist, das habe ich schon gesagt, und sich in dieser Einmaligkeit durchhalten wird und so weiter. Im Neuen Testament, schreiben Sie, gilt der Tod als der letzte Feind Gottes, da habe ich auch schon Bezug dazu genommen. Aber, so fahren Sie fort, seine inkünftige Überwindung steht nicht in Frage. Ach wirklich? Sie schreiben, deshalb richtet sich christliches Hoffen auf Gottes Herrschaft nicht auf irgendeine Jenseitswelt über uns, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Lieber Theologe, da haben Sie in Ihrem Studium aber etwas versäumt. Denn da müssten Sie wissen, dass in der Bibel steht, und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geben. Und da steht nicht, dass diese verbleiben werden. Die Veränderung von Himmel und Erde ist eine konstante Sache, die immer und immer wieder geschieht, bis wir gelernt haben, bis alle Wesenheiten Erlösung erlangt haben oder eben Sinn des Lebens, die Vergeistigung des Menschen. Wir sind Götter im Werden. Elohim ist kein Singularwort, ein Pluralwort. Lesen Sie es nach. Es richtet sich auf Gottes erlösendes Handeln an seiner gesamten Kreatur. Sie stellen doch Gott als Perversen dar, der absichtlich unvollkommen erschafft und dann guckt, was da so passiert, wissend aufgrund seiner Allwissenheit, was geschehen wird. Na, da wäre ich vorsichtig, so eine Lehre zu verbreiten. Und dann schreiben Sie, und lässt sich darin durch keine Zeit an zeitliche Wirklichkeit gebundene Vernunft beirren. Na, das ist gut, ja. Sie schreiben weiter, den Kosmos aus seinen Vergänglichkeitsstrukturen befreien, das können nicht Menschen tun. Das bleibt das Werk dessen, der alles ins Dasein gesetzt und zur Vollendung mit seinem Geist bestimmt hat. So, da schreiben Sie, damit bin ich bei meinem dritten Argument gegen den Reinkarnationsglauben. In Wirklichkeit ist das ein Argument für den Reinkarnationsglauben. Ja?
Denn das Buch des Lichts lehrt natürlich, Sie zum Beispiel, lieber Theologe, Sie hoffen. Wir hoffen nicht, wir wissen. Weil das, was wir lehren, Sinn macht. Wir brauchen nicht irgendwas rein zu interpretieren. Ein Kosmos, was ist, ein ewiger Kosmos wäre ja statisch. Was gibt es gar nicht. Ja, die Welt entsteht, die Welt vergeht. Und da kann man dann sagen, Sie haben wohl Angst vor dem Tod, mehr als alle anderen. Und so klammern Sie sich daran, dass eine Form auf ewig besteht, dass Sie irgendwo in irgendeinem Himmel ewig leben. Die Hoffnung muss ich Ihnen jetzt leider nehmen. Wenden Sie sich lieber dem wahren Verständnis der Lehre von Karma und Reinkarnation zu. Und weiter geht es mit unserem Theologen. Er schreibt, ich glaube nicht an Reinkarnation, weil sich mit diesem Konzept ein Läuterungsdenken zu verbinden pflegt, dass Gottes Gnade nicht in ihrer Radikalität zum Zuge kommen lässt. Das, sage ich Ihnen, ist schon purer Sadismus. Ein Gott, der die Menschen unvollkommen erschafft und dann sagt, naja, ich will mal ein bisschen zuschauen, wie er leidet und dann werde ich Gnade walten lassen. Das ist nicht unsere Lehre. Das ist auch nicht die Lehre der Bibel. Wenn Sie die richtig verstehen würden, der abgeänderten, tausendmal umgeschriebenen, gefälschten Bibel. Ich fahre fort mit dem, was unser lieber Theologe sagt und schreibt. Der Zweck des Reinkarnationsgedankens wird häufig in der Läuterung dessen gesehen, dass da von Dasein zu Dasein wandert. Das stimmt! Das ist ja das Schöne an Ihren Thesen, dass Sie die richtig präsentieren, aber falsch verstehen. Selbstverständlich werden wir geläutert, Leben für Leben. Der Mensch tut etwas und erlebt den Rückschlag durch die Reinkarnation. Plötzlich wird das, was er getan hat, als der Ursprung des Leidens, spätestens im nächsten Leben. Ja? Und dann lernt er, dann lernt die Wesenheit, oh, das sollte ich vielleicht lieber nicht tun. Denn das verursacht ja diese Wirkung. Ich sollte mich vielleicht in andere Richtung bewegen. Das Buch des Lichts, lieber Theologe, ist ein Wegweiser durch diesen Labyrinth der Reinkarnationen. Leider wurde die Lehre entfernt von der Bibel. Allerdings sagen wir auch mit Erlaubnis der Meister, muss man wirklich sagen hier, damit der Mensch da nicht so lax, der normale Mensch, der gewöhnliche Mensch, die sagt, oh, ich habe ja viele Leben, da klappt das, wurde die Lehre mit Erlaubnis der Meister entfernt, damit der Mensch sich mehr auf ein Leben konzentriert und da ein bisschen intensiver wird. Natürlich wurde das wieder von der Kirche missbraucht und so weiter, leider ist dem so. Also, da schreibt unser lieber Theologe, insofern hat man es nicht nur mit dem Axiom der Unsterblichkeit, sondern auch mit dem der Präexistenz zu tun. Was sich von einer irdischen Existenz zur nächsten weiterschwingt, das steht von jeher über den Strukturen der vergänglichen Wirklichkeit. Bravo! Ja, mein lieber Theologe, ich muss das so den Satz einbringen im Buch des Lichts, so vollkommen hätte ich es nicht schreiben können. Was sich von einer irdischen Existenz zur nächsten weiterschwingt, ist übrigens für uns die Monade, die Wesenheit selbst. Da steht von jeher über den Strukturen der vergänglichen Wirklichkeit. Richtig! Ich glaube, Sie werden bald bei uns mitmachen und helfen, die Lehre zu verkünden. Denn Sie haben bereits das rechte Wissen, können nur noch nichts damit anfangen. Ich fahre fort. Wunderbar, was dieser Theologe Tide schreibt. Sie sagen, und damit trägt es selbst einen göttlichen und zumindest quasi göttlichen Charakter. Jawohl! Wir sind alle Götter im Werden. Wisset ihr nicht, dass ihr Götter seid? Jesus, Sie kennen doch Ihre Bibel, lieber Theologe, da hat der Jesus das gesagt. Ja? Was nicht im Widerspruch dazu steht, dass es einen solchen Jesus der Bibel nicht gegeben hat. Das sind alles Symbolismen, alles Parabel, alles Allegorien. Ja? Hinter denen sich der Kern versteckt, das Buch des Lichts. Schreiben Sie, der Prozess der Reinigung bedeutet von daher entweder ganz oder zumindest teilweise Selbstreinigung, Selbsterlösung, wie immer dieses Selbst oder diese Bewusstseinswirklichkeit im Einzelnen verstanden werden mag. Das können wir Ihnen gleich erklären, wie das Selbst verstanden wird. Als anhaftend dem Nicht-Selbst, als anhaftend den vergänglichen Gruppen, wie Sie zum Beispiel dem Leiblichen anhaften, mit dem Sie hoffen, dass es wiederkommt. Es mag wiederkommen, es wird Ihnen wieder entrissen. Ja? Das ist eben das falsche Verständnis des Selbst. Darum kann man sich selbst nicht erkennen, sondern nur das, was man nicht ist. Durch Erkenntnisvorgang, lieber Theologe, wenn ich nachts mit dem Auto auf der Autobahn fahre, dann die Scheinwerfer an und das Licht leuchtet weg von mir, um einen Erkenntnisvorgang zu ermöglichen.
Damit erkenne ich, was ich nicht bin, was nicht das Auto ist, sozusagen. Nicht der Fahrer ist, nicht das Lenkrad ist. Und danach orientiere ich mich und fahre, und so ist das mit der Reinkarnation selbst zu verstehen. Sie schreiben, denn auch wenn man im buddhistischen Sinn jedes Personale selbst leugnen wollte, stimmt gar nicht, sind Sie lieber Theologe, das ist natürlich auch ein Leidensaspekt des Buddhismus. Der Dalai Lama, dieser unselige Mensch, der gelehrt hat, der Buddha sagt, es gibt kein Selbst. Ja, wo gibt's denn das? Der Buddha erklärt auf tausenden von Seiten oder in seiner Lehre, was das Selbst alles nicht ist. Nur weil ich erkläre, dass etwas, was etwas nicht ist, heißt es doch nicht, dass das nicht gibt. Er geht von der sicheren Position des Selbstes aus. Hören Sie nicht auf diese verwirrten Buddhisten, die den falschen Buddhismus lehren. Lesen Sie dazu Der Sinn des Lebens, Nirvana, meine beiden Bände, Lanu. Überall zu erhalten, auch auf Amazon. Schauen wir weiter. Also, wenn man im buddhistischen Sinne das Selbst leugnet, was natürlich nicht stimmt für den wahren Buddhismus, aber gut, fahren Sie fort, bleibt das Ziel der Reinigung und Erkenntnis bestehen, das eine zu läuternde und erkenntnisfähige Größe impliziert. Bravo! Das Selbst erkennt. Aber doch nicht sich selbst. Jeder Erkenntnisvorgang ist vom Erkennenden zum Erkannten. Wenn das Selbst wieder selbst werden will, müsste es sich lösen von allem Erkannten. Von allem als vergänglich Erkannten. Sie, lieber Theologe, haften noch an vergänglich Erkannten, nämlich an einem ewigen Leben im Himmel in einem Körper. Das gibt es nicht. Ich fahre fort mit Ihrem Brief. Wunderbarer Vortrag, der natürlich geeignet ist, dem Menschen mal zu erklären, was Reinkarnation wirklich ist. Sie schreiben, der Prozess der Läuterung dauert mehrere Leben bzw. sehr lange Zeiträume, eben weil er als autonomer Evolutionsprozess gedacht ist, dem göttliche Gnade im besten Fall ein Stück weit zur Hilfe kommt. Sie sind der perfekte Lehrer für Reinkarnation, für die Reinkarnationslehre. Jetzt noch den kleinen Schritt wagen, mein lieber Theologe, und Sie haben es geschafft. Bitte machen Sie bei uns mit, jedes Wort, was Sie jetzt da sagen, stimmt. Denn Sie schreiben weiter, Reinkarnation gilt insofern als heilsnotwendiger Prozess. Ja, bravo. Dann schreiben Sie weiter, christlich gesehen ist hingegen nur eines heilsnotwendig, die Inkarnation Jesu Christi, das Kommen des Erlösers auf die Erde mit allen bis zum Kreuzestod führenden Konsequenzen. Ja, das macht's natürlich einfach für alle Schwachen und für alle, die sagen, ich kann gegen meine Schwächen nicht ankämpfen. Jesus wird's schon tun. Das ist genau der Trick der Kirche gewesen. Und lieber Theologe, die Unkenntnis des Gesetzes befreit uns nicht davon, dass wir unter dem Gesetz sind. Das nur nebenbei. Und eine Kreuzigung von Jesus, eine wirkliche, ist natürlich sadomasochistischer Unsinn. Ja, das muss man mal ganz klar sehen. Ich fahre fort, Sie schreiben. Christlich gesehen ist hingegen nur eines heilsnotwendig. Dieses Kommen gilt der ganzen Menschheit. Na, da ist ja wunderbar, da kann ich einem Kind, das gerade von einem Priester zum 100. Mal anal vergewaltigt wird, dass es schon anfängt zu bluten, sagen, sei getrost, der Erlöser kommt. So läuft das nicht, lieber Theologe. Sie müssten sich mal mehr mit dem Leiden befassen, um zu verstehen den Ursprung des Leidens. Und dann würden Sie die Reinkarnation verstehen, die Sie ja schon verstanden haben bis zu einem gewissen Punkt. So, jetzt fahre ich fort mit dem Theologen. Er sagt, es gilt ihren Gliedern gegebenenfalls auch noch jenseits des Todes, wie das im 1. Petrus 3 und 4 anklingt, dort ist kein Fegefeuer, kein jenseitig andauernder Prozess der Läuterung im Blick. Ja, da kommt man aber erst hin, wenn man sich selbst geläutert hat. Natürlich, lieber Theologe, mit Hilfe Gottes, beziehungsweise mit Hilfe der hohen Wesenheiten, auch mit Hilfe des Meister Jesu, mit Hilfe der Engel, mit Hilfe aller Wesenheiten, die durch diesen Prozess gegangen sind. Und deshalb kann man sagen, richtig bestätigen, wie Sie gesagt haben, Reinkarnation gilt als heilsnotwendiger Prozess. Ja,